Das freut mich nicht nur, dass ich anscheinend einen neuen Sunven sehe, sondern auch die Niki wieder mal. Hallo. Niki, grüß dich. Hi Tobi, schön, dass du da bist. Vor der Kamera, Entschuldigung, in Stuttgart. Zweimal habe ich dich versetzt und dann hat es immer geklappt. Und deswegen auf der Freien München 2024. Genau. Zeit wird es, dass wir uns wieder mal sehen. Euch geht's gut? Auf jeden Fall. Uns geht's gut. Wir haben ganz viele Neuigkeiten natürlich. Ja, ich habe schon gesehen. Deswegen blieb ich auch hier hängen mit dem Expert Light. Ja. Und Inneneinrichtung auch ganz anders gemacht. Ja, genau. Also es ist jetzt praktisch eine Weiterentwicklung von den Sunvans. Und jetzt haben wir einfach den Peugeot Expert als Basisfahrzeug und haben das einfach ein bisschen unsere Möbel weiterentwickelt. Haben jetzt so vom Grundriss her ist es natürlich wie die bisherigen auch. Aber wir haben hier ein paar neue Features. Wir haben hier zum Beispiel einen Induktionskochfeld drin, das heißt mit Landstrom natürlich. Aber natürlich haben wir auch einen Gaskartuschenkocher drin, wenn man dann doch mal unterwegs autark sein möchte. Ah, sehr gut. Aber es ist natürlich auch möglich, mit dem Modell eine Gasanlage reinzubauen. Das heißt, hinten haben wir schon vorbereitet einen Gasschrank, kann man wieder eine 5 Kilo Gasflasche reinmachen. Also man ist da wirklich ganz flexibel, wie man es einfach, ja, wie man halt am liebsten campen geht. Genau, also von dem her. SCA, ich habe dank euch wirklich das meiste über Schlaf und Schlafhutdächer gelernt, sowohl in der Aussprache, die richtige Titulierung, Produktbezeichnung zu finden. Also ich weiß jetzt echt viel, kann SCA dir mal einen Schulungsorden verleihen? Ja, wir haben alles mögliche gezeigt. Die macht ihr ja schon ganz lange. Ja, genau, wir haben jetzt hier das 264er SCA Dach drauf, genau mit der Panoramafunktion. Das heißt, da ist sie. Genau, also hier sieht man praktisch, dass man einfach es komplett auch öffnen kann. Ansonsten die klassischen drei Fenster haben wir bei dem Dach einfach auch. Genau. Das ist jetzt hier der lange Radstand von dem Peugeot Expert. Du bist ja mit dem Funkmikro gut verbunden. Von dem her, ich versuche nochmal die Größe einzufangen. Und das ist wirklich 5,30 Meter haben wir hier. Genau, eben der lange Radstand vom Expert. 2,01 Meter. 2,01 Meter? Genau, 2,01 Meter haben wir jetzt in dem Fall. Genau, mit Dach. Und was ich sehr schön fand, war hier dieses Kästchen für Flaschen. Ja, das ist hier ganz neu, ein Apothekerschrank. Passt perfekt dahin. Ja. Ja, wir nutzen ja eh jeden Stauraum, weil Minicamper, man hat nicht so viel Platz, aber deswegen wird jetzt hier zum Beispiel die Bettauflage einfach auch verwendet, einfach als Apothekerschrank. Ja, stimmt, genau, das rutscht ja dann da drüber. Ja. Und dann haben wir hier eben noch ein kleines Tischchen praktisch für außen nochmal zum Abstellen. Und ansonsten haben wir ja auch einen Tisch, den wir jetzt hier draußen hingestellt haben, für draußen und für drinnen. Das ist einfach ein Zubehörtisch, den wir dann einfach noch mit dazu liefern. Genau, damit man sich dann auch mal bei schlechtem Wetter reinsetzen kann. Genau. Hier. Ist halt echt preislich super interessant. Ist das der Preis, so wie er da steht? Nee, das ist jetzt eine abgespeckte Variante. Das ist jetzt hier der Expert, den wir hier stehen haben, der Expert Light. Der hat dann kein Dach. Der hat unten nur eine Liegefläche praktisch, beziehungsweise ein Bett. Hat keine Sitze unten drin. Alles klar. Ja. Also ist einfach unten einen kleinen Koch. Und so wie er jetzt da steht, wo 64, liegt er ungefähr? 64, wollte sagen, Mitte der 60. Genau. Ja, vom Basispreis sind die Peugeot etwas günstiger als jetzt die VW. Die VW haben wir natürlich auch nach wie vor im Programm. Genau. Ihr seid ja damit auch aufgewachsen und bekannt geworden. Du wirklich aufgewachsen, genauso wie dein Bruder. Ja, die Geschichte kennen wir Liebe auf Grüße an Papa. Ja. Und mittlerweile als Nägele Camper Vans in der Fortsetzung. Ja. Richtig. Kann man ja immer noch sagen, von Kühler, die 30 Jahre Erfahrung mitbringen in dem Sektor. Ja. Aber der Papa hat den wohlverdienten Ruhestand eingereicht und ihr seid mit rübergewachsen. Ja, genau, wir sind mit rübergewachsen. Wir sind jetzt im September noch umgezogen, einen Ort weiter. Haben dann noch mal ein bisschen größere Räumlichkeiten, größere Werkstatt und einfach haben uns da ein bisschen vergrößert. Genau. Wenn ich in der Nähe bin, komme ich da auch gern vorbei. Sehr wir hatten gerade gesprochen darüber, dass wir wieder ein bisschen mehr miteinander zeigen und dazu auch den Zuschauern die Information, dass ich so ein bisschen Priorität Karawanien setze mit den Stellplätzen und da Vollgas geben muss. Die gehen bis Ostern alle möglichst online. Und deswegen ist es einfach für mich gerade schwer, zuverlässige Termine zu machen für etwaige Geschichten. Das ist ein Luxusproblem, aber ich möchte lieber eins gescheit machen, bevor ich dann anfange, mich zu verzetteln. Und Autos habe ich ja viele gesehen. Das wird aber auch immer in meinem Herzen so sein, dass es mich zu vielen hinzieht und auf jeder Messe draufhalte. Ja, klar. Aber wenn ich in der Nähe bin, darf ich mich melden. Ja, auf jeden Fall. Wir sind da
Das siehst du mal, das ist und doch perfekt. Hier sieht ganz bunt aus, aber das ist nicht so, dass es jetzt standardmäßig hier bunt ist, sondern da wollen wir einfach zeigen, wir haben jetzt alle möglichen Dekore auch im Programm praktisch. Also wir sind wirklich auf Kundenwünsche individuell, kann man sich das einfach Farben zusammenstellen. Genau, hier haben wir jetzt das Hochdach, deswegen eben auch die Hochdachschränke einfach auch. Das Gewürzregal noch schön beleuchtet und wie gesagt, wir haben hier eine große Farbpalette, weil dann einfach doch individuell kann man einfach wahnsinnig viel machen. Wir haben jetzt hier auch eine Folierung drauf, also weil es ist ja einfach auch Kundenwunsch, dass man einfach ein ganz individuelles eigenes Fahrzeug sich zusammenstellt. Ja. Und da haben wir viele Möglichkeiten dann einfach auch, genau. Das ist jetzt ja auch der lange Radstand, wir haben hier die breite Liegefläche dann einfach auch, unser L47 mit den Federteller ja. auf dem Lattenrost dann einfach noch. Die komplette Liegebreite, das ist wirklich sehr bequem dann einfach auch. Der ist wie lang? Das ist jetzt der 5,30 Meter, der lange Radstand. Genau. Bevor ich was Falsches sage, frage ich lieber. Ja. Und eben hier mit einem Pudelruf-Hochdach. Hat natürlich echt natürlich Vorteile, super. Das ist super aerodynamisch, gell? Ja, man hat einfach, genau, eben man hat die Nase drauf hast. Klar, man hat die dauerhafte Stehhöhe. Ja. Dafür hat man unten die breite Liegefläche, aber man hat trotzdem noch genug Stauraum durch die Dachschränke. Mhm. Also wirklich super. Wenn man jetzt kein Problem mit Höhe hat, ist es perfekt. Ja, ja, absolut. Und ein Lattenrostbett ist ja auch noch mit drin dann. Im Hintergrund sehen wir nochmal den Peugeot. Genau, ich habe jetzt nicht überlegt wegen der Marke, sondern die Frage wäre gewesen, die Farbgebung habt ihr jetzt so gewählt für die Messe? Ja, ja. Okay. Genau. Also das ist jetzt einfach ein bisschen auffällig. Einfach ein bisschen Farbtupfer reinbringen, genau. Ja. Und wie gesagt, da haben wir einen ganz tollen Folierer, der uns das beacht, mit dem wir da zusammenarbeiten. Der hat jetzt vorne auch noch auf die Motorhaube, hat er noch so eine Lackschutzfolie drauf gemacht. Der meint, das ist gerade ganz auch gefragt, natürlich einfach auch. Auf und der Messe ist das so, ihr habt einen schönen Inselstand hier in der B4, also kommt noch auf die Free, wenn ihr kommen wollt. Ja. Platz ist genug und dann lauft ihr hier eigentlich direkt vorbei, weil hier ist quasi der Highway, verbinden sich die Hallen und dann habt ihr direkt hier bei Nägele schon alles im Blick, da könnt ihr nicht vorbeigehen. Genau. Aber ein Standrundgang ist natürlich nichts ohne den. Nee, das ist natürlich unser Bestseller, der T42, den wir auch schon öfters gezeigt haben. Ich hänge die ganzen Videos in der Playlist ungefähr an der Stelle mal dazu. Ja, genau. Hier haben wir jetzt noch ein paar Bezüge von Drive Tracy drauf. Die sind cool. Die sind richtig cool, genau. Die sind hier zwei Stände weiter. Ja, ich weiß. Dem habe ich auch versprochen zu filmen. Und das mache ich jetzt dann auch. Wenn gleich die Partnerschaft mit euch auch durch ist, ist es mega. Ja. Und hier eben mit dem Lattenrostbett, das sich schön kompakt zusammenschieben lässt. Ja. Dem Heckschrank eben auch, der herausnehmbar ist. Dann unser 164er Dach drauf. 194er Dach, genau. Von SCA. Das hätte ich jetzt immer gewusst, aber ja, da war noch was. Ja, da war 194er SCA-Dach. Das 290er ist dann mit dem großen Moskito-Panorama-Netz dann, genau. Es ändert sich ja nichts dran zwischen vorher Köhler und jetzt Nägele. Ja. Ihr macht sowohl die Fahrzeugbasisbesorgung als auch mein eigener, Fahrzeuge werden ausgebaut, wenn er den Umständen entsprechend tauglich ist, also so ein 40 Jahre alter. Ja, wenn er gut ist und sich lohnt. Genau, also wenn wir da ein Dach im Programm haben, bieten wir das auch an. Genau, also wie gesagt, die SCA-Dächer bieten wir an, Raimo-Dächer, Pulihof-Dächer und also wir machen ganz viele Kundenfahrzeuge einfach auch. Deswegen haben wir das jetzt hier auch auf der Messe nochmal gezeigt. Also wir bieten jetzt hier auf der Messe auch eine Aktion an. Genau, machen Dachaktion. Also das ist immer ganz wichtig natürlich auch. Und herrlich, wir haben ja traumhaftes Wetter. Ja. Ich sehe es jetzt hier in der Kamera und in der Natura. Wirklich Glück. Morgen soll es schon wieder schlechter werden, aber es ist natürlich immer gut für die Stimmung, gerade wenn man campen gehen will, wenn ein bisschen Sonne kommt. Richtig. Manche meinen schon, der Frühling kommt, aber freut euch nicht zum Glück. Noch nicht ganz, wer weiß, was noch passiert. War schön, dich gesehen zu haben. Ja, schön, dass du da warst. Ja, das hat jetzt perfekt gepasst. Das ist wirklich aus der Hüfte geschossen und so will ich das eigentlich am liebsten. Ja, mit dem Geschossen muss man immer aufpassen, was man sagt. Ja. Ja. Genauso wie das Video ist eine Bombe. Alles, was mit Schießen und Bombe zu tun hat, ist so im Sprachgebrauch drin, aber ich möchte es eigentlich immer vermeiden, also mehr Kolpa, aber es passiert allen. Genau. Liebe Niki, liebe Grüße an alle. Ich stehe auch nicht länger, ist ordentlich was los. Und ja, auf jeden Fall. Bis bald. Wir sehen uns. Danke euch fürs Zuschauen und meldet euch bei Nägele Camper Vans hier auf der Free in der B4. So.